Das ist aber schon eine der wichtigsten Sachen in Ticks, die sogenannten Knoten, oder wenn Sie, ich sage das jetzt immer auf Deutsch, aber wenn Sie in der Anleitung nachschauen, heißen die Nodes. Nodes sind im Prinzip kleine, ich sage es erstmal so ein bisschen informell, das sind kleine Textstücke, die Sie zu einem Pfad hinzufügen können. Also wir haben bisher ja die ganze Zeit darüber geredet, dass wir Pfade zeichnen. Und Sie können diesen Pfaden an bestimmten Stellen kleine Stückchen Text hinzufügen. Die Stückchen müssen nicht klein sein, die können auch größer sein, die müssen auch nicht Text sein, aber stellen Sie sich erstmal vor, das sind kleine Stückchen Text und das werden Sie auch in den ersten Beispielen sein. Das können einfach nur Textstückchen sein, es können aber auch Textstückchen sein, die irgendwie ausgeschmückt sind, zum Beispiel indem Sie Ränder haben, rechteckige oder kreisförmige, Sie können Hintergründe haben und so weiter. Also was wir gleich sehen werden, sind solche Dinge wie Sie malen einen Pfad und dann machen Sie irgendwie hier so ein Textstück rauf. So, und das können Sie auf alle möglichen Arten steuern. Rein technisch, das ist manchmal wichtig, meistens muss man da nicht drüber nachdenken. Rein technisch sind diese Textstücke, diese Nodes, nicht Teil des Pfades. Wir haben ja gerade über Pfade geredet. Also das passiert technisch so, dass erst der Pfad konstruiert wird und am Ende geht Tick sozusagen den Pfad nochmal ab und setzt die Knoten ein. Und Sie können das auch so machen, in manchen Fällen möchte man das haben, wegen vorne und hinten, dass erst der Pfad abgegangen wird, dann werden die Knoten eingesetzt und danach wird der Pfad erst gezeichnet. Das kann man mit so einer Sonderoption hinbekommen. Aber vielleicht sollten wir einfach im Kopf behalten, die Knoten werden zwar typischerweise auf dem Pfad mit angegeben, aber es passieren zwei Dinge. Pfad wird abgegangen, erst danach werden die Knoten gesetzt. Und typischerweise ist es das auch, was Sie haben wollen. Wo können Sie Knoten setzen? Im Prinzip überall dort, wo Sie im Pfad auch eine Operation setzen können. Das heißt, Operationen sind ja solche Dinge wie das hier zum Beispiel, diese Line-To-Operation. Überall da, wo Sie Line-To schreiben dürfen, dürfen Sie später auch einen Knoten hinsetzen. Teilweise in Sonderfällen werden wir noch sehen, können Sie es auch an anderen Stellen machen, aber vielleicht so als Merkregel erstmal, überall da, wo man das schreiben könnte, könnte man auch einen Knoten hinsetzen. Wie sehen Knoten aus? Sie schreiben das Wort Node, also das Wort für Knoten. Dann können dahinter, wie wir das eben schon gesehen haben, in eckigen Klammern Optionen folgen. Sowas wie Farbe, gibt es einen Rand oder nicht. In diesem Fall gelten die Optionen wirklich nur für den einen Knoten. Also der Gültigkeitsbereich ist hier ganz eindeutig nur für diesen Knoten. Alles, was in diesen eckigen Klammern steht, gilt für diesen einen Knoten. Dann können Sie, das ist, also dieses heißt ja schon Option, das ist optional, also da muss nichts stehen in eckigen Klammern. Dann können Sie dahinter dem Ding einen Namen geben, also eine Koordinate, das kennen wir auch schon. Das muss auch nicht sein, ist auch optional. Also Sie können sich die Stelle, wo Sie den Knoten gesetzt haben, merken und später auf den zugreifen. Und wir werden sehen, dass das extrem hilfreich ist, weil Sie damit sehr schöne Grafiken erzeugen können, weil Sie sozusagen auf bestimmte Teile des Knotens zeigen können. Und dann kommt der eigentliche Knoten und der steht in geschwungenen Klammern. Und das ist das Einzige, was wirklich Pflicht ist. Diese geschwungenen Klammern müssen da sein. Und zwar, wenn hier Text drinsteht, aber selbst wenn da kein Text drinsteht, müssen die geschwungenen Klammern da sein. Wir werden Fälle sehen, wo es sinnvoll sein kann, Knoten zu malen, die gar keinen Text haben, weil man zum Beispiel nur einen kleinen Kreis oder sowas haben will. Aber damit Tix das versteht, was sie machen, müssen diese beiden rot markierten geschwungenen Klammern da sein. Selbst wenn da ansonsten nichts dazwischen steht, dann steht halt die leere Menge da. Das heißt dann halt ein Knoten ohne Text. Und wir fangen mal ganz einfach an. Ich fange so an wie schon häufig mit irgendeiner Koordinate. An der Stelle dürfte ich einen Strich-Strich machen, also darf ich da auch Node schreiben. Also schreibe ich hier Node Fu. Ist nicht mehr wichtig. Und dann steht da einfach Fu. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend. Das Einzige, was man jetzt hier nicht erkennen kann, ist, das ist nicht normaler Tech-Text, sondern das ist eigentlich eine Grafik, die wir hier sehen. Und in dieser Grafik steht das Wort Fu. Darum ist es vielleicht ganz gut, wenn wir noch ein bisschen mehr machen. Ich mache das jetzt mal so, dass ich hier schreibe, ich ziehe eine Linie von 0,0 bis 2,0. Dahinter dürfte ich ja die Linie weiterziehen, also darf ich da auch Note hinschreiben. Und jetzt sehen Sie, er hat eine Linie von 0,0 nach 2,0 geschrieben. Und an der Stelle, wo 2,0 ist, ist das Wort Fu hingeschrieben worden.
Über die Positionierung reden wir gleich noch genauer, aber man kann das im Prinzip schon ganz grob sehen. Sie können sich das so vorstellen, dass um das Fu rum ein möglichst enger Kasten gezogen wurde und der Mittelpunkt dieses Kastens wurde genau auf den Punkt gesetzt. Irgendwo muss er ja hin, wenn wir ihm nichts Besonderes sagen. Diesen Kasten kann man auch sichtbar machen, indem ich sage Draw. Das bedeutet, die Umrandung, also ein Knoten hat prinzipiell immer eine Umrandung, die wird aber normalerweise nicht gezeichnet, nur wenn ich es explizit sage. Also ich sage jetzt explizit, die Umrandung bitte zeichnen. Und dann sehen wir den Rand, der um den Knoten rum gezeichnet wurde. Der Rand normalerweise, also der Rahmen um den Knoten rum ist normalerweise ein Rechteck. Ich kann aber auch andere Formen wählen. Ich schreibe jetzt mal Circle hin. Dann bekommen wir einen Kreis um das Ding rum. Und wie ich eben schon sagte, können Sie hier auch zum Beispiel Optionen angeben wie die Farbe. Und wie ich eben auch schon sagte, gelten diese Optionen tatsächlich nur für die Knoten. Daran kann man auch wiederum erkennen, dass die Knoten nicht zusammen mit dem Pfad gezeichnet werden. Denn der Pfad kann ja nur eine Farbe haben. Was wir jetzt hier sehen ist, der Pfad ist schwarz geblieben, aber der Knoten ist rot geworden. Also die Farbe gilt nur tatsächlich für den Knoten. Also jetzt mache ich hinter dem Knoten die Linie weiter. Dann habe ich erstmal einfach nur das hier. Um das vielleicht ein bisschen hübscher zu machen, ich kann einen Knoten auch füllen. Das heißt im Prinzip, dass ich eine Hintergrundfarbe setze. Jetzt sage ich mal Fill gleich White. Und jetzt sehen Sie, dass der Knoten gefüllt auf die Linie raufgesetzt wird. Und natürlich müssen Sie diesen ganzen Draw-Kram auch gar nicht haben. Sie können auch einfach sagen, Fill gleich White. Dann gibt es trotzdem eine Form, die er hat, die ausgefüllt wird. Das würde jetzt so aussehen. Jetzt haben Sie den gefüllten Knoten auf diese Linie raufgesetzt. Und dadurch, dass Sie weiß genommen haben, haben Sie die Linie abgedeckt. Vielleicht nochmal eine andere Farbe, damit man sieht, was genau abgedeckt wurde. Das kann man aber auch steuern. Jetzt sehen Sie, das ist der Bereich, der abgedeckt wurde. Falls Sie jetzt sich Sorge machen, dass der Bereich, der abgedeckt wurde, ein bisschen größer als der eigentliche Text ist, können wir auch alles natürlich noch steuern. Da gibt es auch ein paar voreingestellte Werte. Vorher sage ich Ihnen vielleicht noch eine Abkürzung. Wir haben ja für fast alle Dinge schon Abkürzungen gesehen, für Draw und Fill und so weiter. Manchmal haben Sie auch die Situation, dass Sie nichts weiter machen wollen, als nur einen Node irgendwo zeichnen. Das könnte zum Beispiel so sein, dass Sie diese Linie hier eigentlich schon haben, die von 0,0 nach 6,0, und Sie möchten nachträglich an der Stelle zwischendrin so eine Node machen, dann können Sie einfach schreiben Backslash Node. Allerdings müssen Sie dann natürlich sagen, wo das Ding sein soll. Das heißt, Sie schreiben jetzt Node at zum Beispiel 2,0 und dann wird das Ding an diese Stelle geschrieben. Jetzt ist es dahingesetzt worden. Also das waren jetzt zwei Befehle und wir haben hier die Abkürzung mal gesehen, dass man auch einfach schreiben kann Backslash Node, wenn man nichts weiter machen will, als an eine bestimmte Stelle einen Knoten zu setzen. Nur mal kurz. Ich habe Ihnen gezeigt zwei Shapes für Nodes, und zwar Rectangle und Circle. Wenn Sie nichts weiter dazuladen, sind das die einzigen Shapes, die Sie haben. Eine der Stärken von Ticks ist aber, dass es eine fast unübersehbare Menge von Shapes gibt. Und zwar auch ganz viele Shapes, die für bestimmte Zwecke da sind. Zum Beispiel Shapes für Schaltungsgitter und Shapes für Graphen und so weiter. Die müssen Sie dann jeweils dazuladen. Aber manchmal ist die Menge der Shapes, die Sie haben, eigentlich der Hauptgrund, warum Sie Ticks einsetzen. Weil es damit zum Beispiel so einfach ist, Schaltkreise zu malen, weil die ganzen Shapes, die man für Schaltkreise braucht, schon von jemandem gezeichnet wurden. Nur mal, um zu zeigen, wie das geht. Ich lade mal dazu die Shapes Geometric, also geometrische Shapes. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie eine ganze Reihe von neuen Shapes, dann haben Sie Halbkreise und alles Mögliche. Ich nehme mal, was habe ich hier genommen? Also erstmal, damit man es auch sieht,
zeichne ich die Shape und zwar soll das rot werden und ich fülle sie in gelb. Und jetzt muss ich Ihnen noch sagen, welche Shape ich haben möchte. Ich nehme mal Star. Dann sieht das in der einfachsten Form erstmal so aus. Aber die meisten von diesen Shapes zeichnen sich dadurch aus, dass man ganz viele Dinge je nach Shape noch steuern kann. Also ich habe jetzt nur mal ein Beispiel rausgegriffen. Das ist ein fünfzackiger Stern. Jetzt sagen Sie aber, ich wollte aber eigentlich siebenzackige Sterne haben. Kein Problem. Schreiben Sie Star Points gleich 7. Dann bekommen Sie einen siebenzackigen Stern. Und jetzt sagen Sie, ja, das, also 7 ist schon richtig, aber der sieht so stumpf aus. Ich hätte den gern ein bisschen spitzer. Dann gibt es die Option Star Point Ratio. Und dann sieht das Ganze so aus. Und da gibt es auch wieder seitenweise in der Text-Dokumentation nichts weiter als die Beschreibung von ganz, ganz vielen Shapes, mit denen Sie ganz, ganz viel machen können. Also bis Sie alle Shapes ausprobiert haben, ist wahrscheinlich schon Weihnachten. Aber jedenfalls gibt es ganz viele Dinge, die Sie machen können. Und natürlich können Sie Shapes auch selbst programmieren, wenn Sie irgendwas nicht finden. Jetzt wollte ich Ihnen noch ein paar Dinge zeigen, was es so an Optionen für Nodes gibt, damit wir sehen, was man damit alles machen kann. Dafür zeichne ich mir mal so ein paar Knoten, die alle sehr ähnlich sind, und dann machen wir da mal ein paar Dinge mit. Den mache ich ein bisschen tiefer. Und dann mache ich mir noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht. So, ich habe jetzt hier erstmal sechs gleiche Nodes untereinander gezeichnet, jeweils in 1 cm Abstand. Und jetzt gucken wir mal, es gibt ganz viele Optionen, mit denen man selbst bei diesen Basic Nodes Dinge ändern kann. Auch da zeige ich Ihnen nicht alle, aber so mal so einen Überblick, was man zum Beispiel so machen kann. Wir fangen vielleicht mal an mit dem, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Rand. Also da ist jetzt so ein Rand drumherum und da ist ein bisschen Platz zwischen dem gezeichneten Rahmen, dem Rechteck und dem Text. Das wird gesteuert mit dem Wert Inner Separation und der ist normalerweise auf 1/3 m gestellt. Also m, Sie entsinnen sich, war diese Dimension, die von der Zeichengröße abhängt, 1/3 von der Zeichengröße. Und wenn Sie das nicht haben wollen, dann machen Sie die halt anders. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, also Inner Separation soll 0 mm sein, gar keine Inner Separation. Und dann sehen Sie bei dem zweiten, dass das Ding zusammengerutscht ist. Und so können Sie es auch größer oder kleiner machen. Es gibt einen Wert Inner Sap und es gibt einen Wert Outer Sap, den ich jetzt nicht nochmal extra zeige. Der Outer Sap, da wächst sozusagen der Rand mit. Wenn Sie sich mit CSS auskennen, dann ist Inner Sap sowas wie Padding und Outer Sap ist sowas wie Margin. Okay? Das sind beides Dinge, mit denen Sie die Größe von diesem Rahmen steuern können, aber das eine ist, was passiert sozusagen innerhalb des Rahmens und das andere ist, wie wächst der Rahmen nach außen mit. Eine weitere Sache, die man angeben kann, ist die minimale Größe von so einem Knoten. Es gibt Parameter für minimale Breite, es gibt Parameter für minimale Höhe und es gibt Parameter für minimale Größe. Ich nehme hier mal als Beispiel minimale Breite. Dann sehen Sie bei dem dritten, dass der auf 3 cm gesetzt wurde, auch wenn der Text dafür gar nicht, wenn das für den Text gar nicht nötig gewesen wäre. Möchte man manchmal haben, wenn Sie zum Beispiel ein Flussdiagramm zeichnen, dann wollen Sie nicht, dass alle Kästen unterschiedlich groß sind, sondern Sie wollen die alle gleich groß haben. Also könnten Sie zum Beispiel eine globale Operation irgendwo hinsetzen und könnten sagen, every node style minimum 3 cm, dann werden alle Nodes immer 3 cm breit mindestens. Ich hatte Ihnen vorhin schon gezeigt, wie man die Farbe steuern kann von Knoten. Sie können aber auch nur die Textfarbe steuern. Das machen Sie mit sowas wie Text Red. Dann ist jetzt von dem vierten Knoten die Textfarbe rot. Sie können auch die Breite des Textes steuern. Das ist ein bisschen was anderes als die Breite. Na, das hätte ich vielleicht andersrum machen sollen. Das ist ein bisschen was anderes als die Breite des Knotens, werden Sie gleich sehen. Textbreite setze ich auch mal auf 3 cm, dann können wir es vergleichen. Also hier steht minimale Breite. Damit ist die Breite des Knotens gemeint. Hier steht Textbreite. Damit ist die Breite des Textes gemeint. Und jetzt sehen Sie den Unterschied.
Also einmal ist das da unten mit der Textbreite ein bisschen breiter, weil nämlich noch die Inner Separation dazu kommt. Und zweitens ist jetzt der Text nach links gerückt. Da rede ich auch gleich noch drüber. Jetzt nehmen wir das erstmal so hin, dass es zwei Arten sind, die Breite anzugeben von so einem Knoten. Und was Sie auch machen können, ich hatte ja vorhin gesagt, in so einem Knoten ist in erster Näherung ein bisschen Text drin. Es kann aber auch relativ viel Text drin sein und es kann auch was ganz anderes drin sein. Um mal ein Beispiel dafür zu geben, dass da auch mehr drin sein kann, mache ich jetzt mal das Folgende. Ich mache hier einen Zeilenumbruch. Sie wissen vielleicht, dass in Tech so ein Doppel-Backslash das Zeichen für einen harten Zeilenumbruch ist, das Sie normalerweise nicht benutzen. Wenn ich das jetzt so mache, werden Sie sehen, es gibt keinen Zeilenumbruch. Ich mache das erstmal speichern, gucken. Es ist trotzdem beides einfach da ohne Zeilenumbruch. Die Regel für Knoten ist, Text wird normalerweise als einzeilig interpretiert. Wenn Sie mehrzeiligen Text in einem Knoten haben wollen, dann gibt es drei Möglichkeiten. Die eine ist, Sie bauen in den Knoten eine LaTeX-Umgebung ein, die sowieso mehrzeilig ist. Zum Beispiel bauen Sie eine ganze Tabelle ein mit Tabular. Die wird dann so gesetzt, wie Sie die sonst auch haben, und ist der ganze Knoten. Die zweite Möglichkeit ist, Sie nehmen so einen expliziten Zeilenumbruch, wie ich das hier gemacht habe, dann müssen Sie aber dem Knoten explizit sagen, dass der Text wie mehrzeiliger Text behandelt werden soll. Das machen Sie, indem Sie ihm sagen, wie er das alignen soll, wie er das ausrichten soll, zum Beispiel left aligned. Und dann wird das tatsächlich umgebrochen und wird linksbündig ausgerichtet. Und die dritte Möglichkeit, das zu machen, ist, dass Sie eine feste Textbreite angeben, so wie hier mit der Text-Width. Und wenn Sie dann mehr schreiben, als in die feste Textbreite reinpasst, dann wird er das umbrechen. Jetzt sehen Sie da oben, dass es bei 3 cm nicht mehr gereicht hat, darum hat er da einen Umbruch gemacht, ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wenn Sie sozusagen nicht explizit darauf hinarbeiten, dass Sie mehrzeilige Knoten haben, dann wird das in eine Zeile reingepackt.